Was geht ab? Mein Name ist Adi Totoro und ich mache heute die Mannequin Challenge. Ich bin das letzte Mal ein bisschen durch meine Instagram-Timeline gegangen, @Adi Totoro, und dann habe ich die Mannequin Challenge entdeckt. Und ich meine, ich kenne die Challenge bestimmt. Das ist die Challenge, wo man möglichst lang muss stillstehen. Und ich probiere das jetzt einfach mal nachzumachen. Darum würde ich sagen, machen wir das jetzt einfach und gehen das filmen. Viel Spaß! So, wir sind auf Kopf, dass die Sonne blendet, Alter. Wir sind jetzt hier angekommen, wo wir werden filmen. Das ist genau hier. Und bitte begrüßt unseren Kameramann. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Okay, wir haben jetzt hier eine High Professional Kamera. Die kann mit 60 FPS filmen. Das heisst, es wird eine schöne Slow Motion. Wir werden es hier von diesen Bäumen machen. Ich übergebe dir die Kamera. Hier hat es nicht funktioniert, wir gehen an die nächste Location. Jetzt sind wir in der nächsten Location angekommen, das ist hier hinter dem Schulhaus. Hier hat es keine Sonne, das heisst, es kann nicht blenden, das ist schon mal besser. Und wir machen jetzt den zweiten Versuch. Wir haben... Nein, halt, Mann. Ah! Also, Mann! Wow, gerade sein Handy am Boden geschossen. Okay, wir haben jetzt die Szene gefilmt und es ist nicht mehr so schlecht geworden. Er hat das eigentlich ziemlich scheiße gemacht. Nein, Spaß. Ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt das heim schneiden und dann sehen wir uns daheim. 3, 2, 1. Genau, weil der Schritt ist nicht mehr so unwichtig, weil jetzt machen wir das Ganze mal wunderbar. Wir sehen jetzt hier schon auf meinem Bildschirm und wir sehen, so sieht jetzt unsere Raw-Footage aus. Wir können die uns mal anschauen. Sieht ja eigentlich schon mal nicht schlecht aus, aber was ich will machen ist, vor meine Hand, das seht ihr hier, hat es ein bisschen Raum vorne dran, das haben wir absichtlich gemacht. Dort wollen wir jetzt die Karte animieren. Also das heisst, wir werden so, es sollte so ausgehen, als würde ich Karte schiessen. Und zwar zwei Stück wollen wir dort machen. Und das probiere ich jetzt einfach mal, aber zuerst mache ich jetzt mal das ganze Video smoother machen, das heisst in Slow Motion machen. So, ich habe das Video geslowed down und so sieht es bis jetzt aus. Das sieht nicht mehr so schlecht aus und by the way, mein Mac ist nicht gebogen, das ist wegen der Kamera, also habt keine Angst, okay? Aber jetzt kommen wir wirklich zum eingefleischten Teil. Ich bin wieder in After Effects drin und jetzt machen wir einfach Rechtsklick und Kamera verfolgen. Und jetzt muss ich es ein bisschen laden und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Nach gefühlten 10 Stunden hat es jetzt einmal fertig geladen und jetzt sehen wir hier all die Punkte, die die Kamera gemacht hat. Die hat jetzt über das ganze Video hat sie sich jetzt so Punkte gesucht und hat jetzt die dazu analysiert. Und jetzt kann ich hier einfach so einen Punkt auswählen. Zum Beispiel diesen Punkt. Und dann mache ich einfach 0 Ebene und Kamera erstellen. Jetzt haben wir hier zwei Dinge. Und jetzt brauchen wir natürlich Karte. Und die Karte habe ich schon erstellt. Das Bild haben wir jetzt hier und ich finde, das sieht eigentlich ziemlich nice aus. Man sieht hier einerseits die Vorderseite und dann noch eine Rückseite. Und jetzt müssen wir mit dem Pen-Tool das Ganze ausschneiden. So sieht dann die Karte aus und die müssen wir jetzt logischerweise duplizieren, weil wir ja die Rückseite auch noch weit drauf haben. Und dann müssen wir alle Punkte auswählen und dann das Ganze einfach überschieben. Jetzt haben die eine und andere Karte, jetzt sehen wir noch im Zeitraffer, wenn ich das Ganze animiere. Das Video ist jetzt endlich fertig.
Es ist nicht mehr so einfach gewesen, wie ich gedacht habe, aber es hat funktioniert. Ich sehe nur einen ganz kleinen Sneaky Peek. Aber ich würde sagen, ich sehe jetzt einfach das fertige Video. Viel Spass! Vom Video. Ich habe es eigentlich ziemlich lustig gefunden, das Video wieder zu machen. Wie gefallen euch solche Videos, so Editing-Videos oder wie eben das mit dem Foto machen und so? Das sind so ein bisschen andere Videos, finde ich. Ich finde es ziemlich cool. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es in den Kommentar und wie fest mögt ihr Folge? Schreibt es in den Kommentar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und ciao.